Hey, Hogadoffeln, ein weiteres Red Dead Redemption 2 Online-Video ist heute für euch am Start. Es ist mal wieder Dienstag und das heißt natürlich Update-Tag. Ich gebe euch mal wieder einen kurzen Überblick dazu. Heute wirklich nur ganz grob besprochen. Wir gehen einmal schnell durch, was es alles Neues gibt. Ich mache mich dann gleich auf die Aufnahme für den neuen Kram. Und den wird es dann entweder heute Abend geben oder dann morgen um ungefähr diese Zeit. Und heute gibt es nur den groben Überblick, das heißt, wir gehen schnell einmal durch die Sachen durch. Wir fangen an mit Sport of Kings, das ist der neue Showdown-Modus. Da treten zwei Teams entweder mit 4 oder mit jeweils 8 Spielern gegeneinander an und haben abgesägte Shotguns für den Nahkampf oder sogar Bogen mit Dynamit vorne dran für den Fernkampf angebracht. Und man muss wohl durch so Ränge reiten. Ich werde das Ganze natürlich direkt aufnehmen und dann entweder heute oder morgen, wie gesagt, hochladen, für euch im Detail dann analysiert. Es gibt auch mal wieder ein paar neue Klamotten und diesmal sind es wirklich neue Klamotten. Es gibt den Poncho wieder, es gibt sogar ein Sombrero diesmal und ein paar neue Hosen, wie es ausschaut. Und dann haben wir nochmal zwei Care Packages, also Versorgungspakete. Einmal für Rang 10, wenn ihr den erreicht habt, und Rang 20. Das heißt, wenn ihr jetzt schon Rang 20 seid, werdet ihr beides bekommen. Da ist einiges drin, das gehen wir morgen, wie gesagt, dann im Detail zusammen durch. Ich bin auch mal gespannt, ob man sich das jetzt schon abholen kann oder ob man erst ein bisschen zocken muss und das dann nachgeliefert wird. Auf jeden Fall, Spieler, die Rang 20 sind, sollten da eh keinen Stress mit haben. Spieler, die jetzt noch nicht Rang 20 sind, sollten aber dafür relativ schnell hochkommen, denn es gibt auch nochmal einen 30-prozentigen Bonus für die XP auf alle Aktivitäten, die es gibt, also Showdown-Modi oder normal Free-Roam-Events oder eben auch sowas wie NPCs abschlachten. Das war es dann von meiner Seite schon. Ist wie gesagt wirklich nur ein sehr kurzes Überblicksvideo gewesen. Ist auch nicht so viel Neues dazugekommen leider. Ein bisschen enttäuschend. Ich hoffe, dass nächste Woche schon das Sommer-Update kommt. Oder zumindest, dass wir wirklich bis zum Sommer-Update noch gescheite Sachen bekommen. Also so ein Modus dazu ist schon mal mindestens Pflicht, denke ich mal. Sonst ist halt, also Versorgungspaket, damit lockst du halt keine Leute an. So ein Showdown-Modus hingegen ist schon ganz nett. Mal gucken, wie gut der wirklich ist. Ich mache mich, wie gesagt, gleich mal dran, den aufzunehmen und verabschiede mich dann erstmal an der Stelle. Haut rein, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Cut und ciao.